Guten Morgen. Heute Harvest Moon mit Feuerwerk, was total episch wird mit Kate, weil vielleicht kriegen wir Kate nochmal flachgelegt. Da gibt es noch eine Möglichkeit, ein Event zu machen, aber das kriege ich eh nicht, weil ich eh nicht in die Stadt gehe. Also scheiß drauf. Heute wieder mit Gast. Sag mal Hallo. Hallo, ich bin's wieder. Und ja, kannst du dich mal vorstellen nochmal? Ich bin immer noch der Master Chief. Und Ja. geht alle auf deinen Kanal. Und Genau, wie abonnieren kamst du und eigentlich so. auf den Namen? Ich meine, es ist ja nicht Cheep Cheep wie bei Mario, sondern es ist Cheep wie ein Schaf. Es ist einfach mal was anderes. Irgendwie vergleiche ich mich mal. Wurde ich immer mal wieder mit dem Schafvergleich verglichen. Einfach tollpatschig, faul. Schafe sind tollpatschig und faul. Also so ein bisschen. Okay. Also finde ich jetzt. Also ruhigere Tiere. So. Und dann wollte ich mich halt nicht Sheep nennen, weil das einfach langweilig ist. Und dann musste ich noch ein bisschen Selbstbewusstsein beweisen nach diesem eher negativen Namen und habe mir noch einen Master hinzugefügt. Ja, okay. Ich finde ja Schafe einfach nur unheimlich. Ich hab mal eins von nahen gesehen und die sehen sehr unheimlich aus, muss ich sagen. Aber ansonsten sind sie putzig und kuschelig. Naja, ich bin ja jetzt mit Schafen aufgewachsen. Ich wohne ja da ganz Norden. Ah. So deichig. Ah, okay. Also auch in der Nähe von einer Schafskoppel oder was? Ja, genau. Ah, ich hatte Kühe in der Nähe. Und unser Hund hatte immer Angst vor Kühen und deshalb bin ich mal aus Spaß mit ihm da spazieren gegangen. Wir hatten eine Katze, die hatte Angst vor Mäusen. Das war Oh, mal sehr gut. das ist Aber genial. die hat aber war auch schon etwas älter und ja. Hat sie gedacht, nee, den Scheiß tue ich mir nicht an. Genau. Das ist doch auch gut, das ist cool. Aber Schafe findest du in Ordnung. Ja. Das ist doch gut. Ich wusste gar nicht diese Klischees, dass sie tollpatschig sind, weil Schafe laufen doch eh nur rum. Na okay, wenn man sie umstupst, dann sieht es komisch aus, das stimmt. Entschuldige. Was? Ich muss gerade nur lachen. Warum? Lachst du mich aus? Nein, ich lache gerade ein Schaf aus, dass du den Berg runterschubst. Den Deich. Ach so. Das ist ja gemein, das würde ich nicht machen. Ich hab schon mal mitgekriegt, wie eine Kuh in den Tod gefallen ist, also ist das nicht so. Nicht so. Weiß Nee. nicht. Es gibt ja dieses Kuh-Umschubsen. Weiß nicht, was einige sagen. Dass man Kuh ganz leicht umtöpfen kann, wenn sie schlafen. Okay. Aber das gibt es ja in Amerika. Das ist so ein Fun-Sport von Jugendlichen. Wo auch sonst? Und da gehen sie dann nachts los und schubsen Kühe um. Und dann denke ich mir immer so, was für Arschlöcher. Euch kann man Ja. bestimmt auch umschubsen, wenn ihr besoffen seid, ihr blöden Säcke. Ich muss kurz gucken. Ich habe mich ja dumm gemacht, weil Mais wächst nach. Das ist natürlich gut in anderen Spielen, aber jetzt, wo ich einfach nur 99 haben möchte, ist es dumm, weil sie im Weg sind. Und jetzt muss ich gucken, ich habe nur 25 Korn. Ach, fuck, die waren dann. Das fand ich an diesem Spiel auch ziemlich merkwürdig, dass man wirklich nur 99 auch im Lager haben kann und alles, was drüber ist, verschwindet einfach. Ja, das ist sogar richtig blöd. Das sagt er dir nicht mal. Das ist beim anderen nicht so. Und jetzt ist es halt so doof, ich bin schon am 20. Und da muss jetzt hier mal irgendwie rankommen. Das ist sackisch. Du fängst ein Thema an, los, während ich hier kaputt mache. Was war dein liebstes Harvest Moon eigentlich? Meins war ja Magical Melody auf der Wii. Das war irgendwie das, was ein Versuch mal was besser zu machen an Harvest Moon. Soll ich das als nächstes spielen? Meinetwegen, das war halt auch, es gab halt 100 Noten, die du als storymäßig finden sollst, und das sind alles an sich Achievements, so. Das finde ich eine gute Idee, aber muss ich zugeben. Ja, und beispielsweise bei 20 Noten kriegst du neues Tier freigeschaltet, und Geil. das war irgendwie das, was mir so gefallen hat an dem Spiel. Ich mag die Grafik aber nicht so, deshalb bin ich da so ein bisschen noch am. Soll ich das wirklich machen? Ja, es ist diese Anime-Richtung, die mir nicht so wirklich gefällt. Ich mag ja dieses Ernstere, was man so bei. Genau, das ist SD, ne? Ich weiß nicht genau, da SD ich. ist super deformed, dieses ganz extrem Ah. süße Aussehende. Weißt du? Ja. Und das ist ja Magic Melody auch. Und jo. Aber wenn das, ich höre jetzt bei vielen, dass das gut sein soll und daher, warum nicht? Mir gefällt das auch, du kannst von Anfang an entweder entscheiden, ob du auf Vieh gehst, auf eher näher an die Stadt, sprich du bist eher dann der mit allen schneller kommunizieren kann, weil er halt schon um 6 Uhr morgens in der Stadt ist. Oh, Das so ist ein nicht alter so mein Rentner. Ding, weil die Leute echt wieder wie immer uninteressant sind. Oh.
Das ist schade. Aber sie gehen. Sie hauen ab, wenn du nicht mit ihnen redest. Dann sind sie gleich beleidigt. Ach so, ja, dann ist es ja noch mehr Arbeit und ja. Da habe ich Bock drauf. Nee, aber okay, kann man machen. Also ich kann ja ganz kurz sagen, spieltechnisch finde ich für den GBA Friends of Mineral Town am besten. Das hat wirklich, das habe ich durchgespielt. Ich nicht perfekt, weil am Ende übertreiben sie es extrem. Aber es macht einfach durchgehend Spaß. Es gibt immer, diese Feste machen richtig Spaß, weil du da selbst mitmachen kannst und so. Es macht, die Charaktere haben so Ideen und zum Beispiel, wenn du die Charaktere mehr magst, lassen sie sich in das Haus rumlaufen und so. Es macht auf jeden Fall Spaß, es ist wirklich so, das kannst du zwischendurch mal spielen, kannst es optimieren, du kannst es aber auch lassen, es ist schön. Was ich aber charaktermäßig am besten finde, ist immer noch Rune Factory 3, das Spin-Off, weil da wirklich ist, wir brauchen noch 3 Stück. Weil es da ist, dass die Leute reden sogar. Also sie kommen vorbei und sagen Hallo und dann kannst du mit denen reden und dann erzählen sie dir fucking jeden Tag was Neues. Und ich habe echt irgendwann gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Irgendwann müssen die doch mal aufhören. Und wie heißt das Spiel? Rune Factory 3. Okay. 1 und 2 habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe es mal probiert und hatte nicht so viel Spaß am Anfang dran, habe ich aufgehört. Aber Rune Factory 3 war einfach, am Ende habe ich es dann, war es ein bisschen anstrengend, weil am Ende gibt es ein langes Dungeon und da musst du anbauen, um den Gott zu besänftigen, bla bla bla. Aber ansonsten weiß ich nicht. Man läuft wirklich rum und die Charaktere kennt man irgendwann und es macht Spaß. Es gibt sehr, sehr viele, das heißt, ein bisschen denkst du dir auch so, ein paar hätten sie wegschneiden können. Aber du gehst wirklich dann in die Therme und freust dich dann, die zu sehen, die Frau, die da arbeitet, weil du denkst, oh ja, hier, ich habe zufälligerweise noch Zucker. Ich weiß doch, du magst Zucker. Du merkst dir wirklich, was sie mögen. Und das fehlte mir in anderen Spielen. Und dann dieses Rumkämpfen mit deiner, du kannst deine Sichel benutzen und dann wirst du besser mit der Sichel. Natürlich, du bist ja gerade am Arbeiten. Und dann nimmst du die Sichel mit in den Kampf und kämpfst da dann gegen Gegner. Und das Aufleveln macht auch Spaß. Und wenn du rumläufst, levelst du auf. Wenn du schläfst, levelst du auf. Wenn du isst, levelst du auf. Und das ist so geil. Es macht so Spaß. Und das ist halt schön. Ich habe 99 Melonen, yay! Wie lange hast du noch vor, dieses Spiel zu spielen? Bis zum Ende. Oh Gott. Nein, das ist ja nach 2 Jahren, hat Sarah doch erzählt. Ach so. Nach 2 Jahren wird geguckt, ob wir das geschafft haben, die richtig hinzumachen, ob die zu retten, die Farm. Und wenn sie dir dann sagt, mal sehen, wie viel wir in 4 Jahren schaffen? Dann hau ich eine rein. Aber nein, die 2 Jahre habe ich gesagt, mache ich und dann suche ich mir ein neues. Und dann, wie gesagt, wollte ich mal ein Gamecube-Spiel, weil ich gerade von den anderen Spielen ein bisschen enttäuscht wurde. Was gibt es denn alles auf der Gamecube noch, außer Animal Paradise soll gut sein, weil deine Familie da wirklich hilft auf der Farm. Wie heißt das? Animal Paradise. Ah, okay. Und mal gucken. Ich mochte ja auch Save the Homeland, aber ich denke mal, ich werde dann Magic Melody mal probieren. Wer weiß. Weil sonst wüsste ich gerade keins, was ich so auf dem Computer spielen könnte. Aber das wird schon. Magic Melody war für die Wii, ne? Ne, für den Gamecube? Die Wii? Für die Wii. Ah, okay. Das ist doch gut. Wir haben 0 PM, das heißt, wir müssen nur 8 Stunden jetzt noch rumkriegen. Oh mein fucking Gott. Schaffen wir. Morgen gibt's einen Hurricane mal wieder. Kennst du irgendein Harvest Moon, in dem Angeln mal irgendwas anderes war als das, was jetzt geboten wird? Sprich, du hast Spaß daran, bei welchem Wetter du dir welchen Angelplatz aussuchst oder so. Ich meine, Angeln kann man nur nicht wirklich spannend gestalten. Aber ich hoffe, du verstehst jetzt, welche Richtung ich dich lenken will. Ja, also wo man nicht einfach nur raufdrückt und das war's. Genau. Es gibt natürlich einen Spin-Off davon, River King, ne? Das ist ja nur Angeln. Bei Rune Factory kannst du auch. Da siehst du dann so die Fische, die Größe und du kannst deine Angelroute natürlich aufleveln. Dann kannst du bessere Angelroute holen. Aber so richtig gut angeln. Ich angel nicht so gern, muss ich sagen. Also da muss ich aber sagen, Rune Factory ganz gut, weil du kannst verschiedene Orte auch finden. Es gibt sogar ein Fischfest. Das ist dann, wo dann wirklich gesagt wird, jetzt fangt ihr an zu angeln und wer den größten Fisch angelt. Und dann läufst du natürlich durch die ganze Welt, durch die Wüste, durch die Eiswelt und so, um den größten Fisch zu bekommen. Und willst unbedingt Erster werden, weil du dann gute Sachen bekommst.
Das ist schon ganz gut gemacht. Und die ganzen anderen Leute machen auch mit. Die laufen dann auch mit den Angeln rum und angeln. Und wenn du mit denen redest, sagen sie so, ich hasse Fische anfassen und so. Und das ist witzig gemacht. Also da hatte ich nie das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr zu angeln. Gibt es bei Rune of Magic jetzt in jedem Gebiet auch verschiedene Pflanzen oder beschränkt sich das da auf deine, auf dein Heimatland? Rune Factory meinst du jetzt? Mhm. Wie verschiedene Pflanzen, wie meinst du das? Also zum Beispiel in der Wüste kannst du Kaktusse anbauen. Ach so, nee, das ist, es gibt vier verschiedene Gebiete und das sind die vier Jahreszeiten. Verstehst du? Das heißt, du kannst dann, wenn du in der Wüste, sind Gegner und so. Aber es gibt auch ein Feld, wo du anbauen kannst. Und da ist aber durchgehend Sommer. Das heißt, wenn irgendeiner sagt, oh mein Gott, ich bräuchte unbedingt eine Melone für diese als Zutat, dann kannst du in die Wüste gehen, anbauen, musst natürlich jeden Tag hinlaufen und dich darum kümmern. Und dann hast du Melonen im Winter. Okay. Und das klingt ja dann auch wieder innovativer als dieses Abwarten. Ja, bloß deshalb habe ich halt das letzte Dungeon nicht gemacht. Was ich mir jetzt ein bisschen hasse, weil ich hätte gerne das Ende gesehen. Bloß ich hatte einfach keine Lust auf Let's Dungeon. Da musst du dann zu jeder Jahreszeit was anbauen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Aber es hat bis dahin richtig Spaß gemacht. Nur, ich konnte... Man hat sehr viele Möglichkeiten zu heiraten. Und ich mochte auch eine sehr. Bloß ich wollte wieder ganz andere Leute heiraten, als ich durfte. Und das nervt mich mal so ein bisschen. Wo ich dann sage, okay, ich entscheide mich jetzt zwischen den dreien, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich, ganz ehrlich, teilweise hasse ich dieses Heiraten, dass man irgendwann sagen muss, ich muss jetzt. Ich bin Monogamist, also ich finde jetzt nicht gut, wenn ein Mann jetzt sagt, oh, ich fick so viele, wie ich will. Aber warum kann er nicht einfach mal Spaß haben, der Hauptcharakter? Ich meine, es ist immer so, und wenn du dann geheiratet hast, ist es eh egal, weißt du? Ja, ja. Und da denke ich immer so, ich will nicht heiraten, ich will mit allen Freunden sein, ich möchte einfach ein bisschen Spaß haben. Naja. Und ich habe, okay, bei Wonderful Life gibt es ja eh nur drei und da wusste ich sofort, wen ich haben möchte. Das war ja dann die Rothaarige. Navi, ja. Nee, wie heißt die? Irgendwas mit N. Nami. Und nachhinein habe ich dann gehört, das soll total schwer sein, die zu bekommen und fand ich jetzt nicht so, aber okay. Ich habe gehört, da muss man immer Tomaten schenken oder so. Ja, sie mag halt niemanden. Aber ich fand sie halt am süßsten und am nettesten. Mhm. Die anderen waren so richtig langweilig, die anderen beiden. Also die eine war ein blondes Dümmchen und naja. Und so weiter. 419. 5 Uhr. Ja, komm, da warten wir jetzt noch so ab. Gleich geht's zu Kate. Yay! Oh Mann. Viel über Harvest Moon gesprochen. Hast du ein Harvest Moon dann mal durchgespielt? Oder nicht durchgespielt, aber ziemlich lang gespielt? Was ich am längsten gespielt habe, war Friends of Mineral Town. Ah, okay, dann weißt du ja, was ich meine. Joa, es war für mich einfach das allererste Harvest Moon. Deswegen, es ist länger her. Worauf hast du denn gespielt? N64, PlayStation oder GBA? GBA. Ah, okay, ist doch beste, würde ich sagen. Weil er einfach eine gute Steuerung hat. Es läuft wirklich, es läuft einfach gut. Du kannst alles immer machen. Du hast nie das Gefühl, jetzt bin ich genervt. Doch, ich bin genervt gewesen von dem See unten, weil der ist unnütz, bis auf Kappa. Und ja, aber ansonsten war es immer ganz gut. Es war einfach Harvest Moon, fand ich. Also, es hat nicht so viel versprochen in dem Falle, bei diesem Spiel jetzt wirklich. Und du konntest dich auch mal, das war nicht so einfach Geld zu bekommen, aber auch nicht super schwer und du konntest dich dann, wenn du gut gearbeitet hast, mit Sachen, wie heißt das? Sich selbst was beschenken. Also du kannst dann sagen, oh, ich hole mir jetzt ein Badezimmer. Und dann hattest du das. Und das hat auch richtig Sinn ergeben mit allem drum und dran. Ach, das fand ich ganz gut. Wir gehen mal um 7 Uhr schon mal in Cliff. Das hat mir ja auch nicht an Wonderful Life gefallen. Du hast die neuen Erweiterung des Hauses nur bekommen durch Zeit. Ja, du genau. Du kannst durchschlafen und hast dann irgendwann deine ganze Wohnung bekommen. Das war so dämlich. Und auch die ganze Sache mit den Zusammenbekommen von scheiß drauf. Man konnte ja die Samen zusammenbringen, ne, dass es neue Samen gibt. Die Idee war toll, aber das Anbauen in Wonderful Life war einfach so langweilig. Es war mir so egal. Es war einfach, man läuft da hin hoch und denkt sich, ich muss ja. Und das fand ich schade. Die Idee war toll, dass man plötzlich rote Gurken machen kann oder so. Es war ganz witzig. Ja, das fand ich auch sehr schön. Aber das war auch das einzige Spiel, glaube ich, wo man nicht diese 3x3-Felder hatte, sondern immer nur eine Frucht gepflanzt hat.
Was dann überhaupt keinen Gewinn abgegeben hat, schlussendlich. Ja, genau. Also im Endeffekt war es alles egal. Kate ist nicht da. Da, Kate, was ist los? Du wurdest sitzen gelassen. Ich bin jetzt auch gerade verwirrt. Kate sitzt hier, steht hier rum. Musste ich ihr irgendwie Bescheid geben, dass ich... Sprich sie mal an. Hab ich. Sie hat doch gesagt, beim Cliff um 8. Was ist das denn für eine blöde Bitch? Wie spät ist es denn jetzt? Gleich 9. Ich glaube, das triggert sich nur, wenn du ein paar Mal rein und raus gehst. Also, wenn du jetzt schon drin bist, wird nichts mehr passieren. Kate, es ist schon so spät. Ja, blöde Kuh. Was ist das denn? Jetzt gehe ich mal zu der Stadt rüber. Ich sehe hier keine Lichter. Bin ich total bescheuert jetzt? Dann eben nicht. Kate, ich habe dich eh immer gehasst. So. Blöde Kuh. Ja. Nee, das fühle ich mich jetzt richtig verarscht. Keiner will mich hier. Heul dich bei Sarah aus. Ja, die hört mir nicht zu. Elsa. Bla bla, Elsa. Dann gehe ich jetzt nochmal zum Cliff. Ich müsste jetzt zurückgucken, ob... Was habe ich denn letztes Jahr anders gemacht? Ich glaube, ich habe das ganze Spiel kaputt gemacht durch irgendwie was. Letztes Mal bist du einfach hingegangen. Um 8 Uhr einfach hingegangen, oder wie? Bisschen später war das, glaube ich. 8.20 Uhr, 30 war sie da. Wer war das da? Kate, aber es ist 9 und sie ist nicht da. Habe ich irgendwas verpasst? Weil morgen ist Hurricane, da kann ich eh nicht. Gehen wir halt nochmal zum Zwerg. Was soll's. Alle doof. Deshalb, selbst so Kleinigkeiten kriegen wir nicht mehr. Das ist ja echt... Da ist er. Auch bei dieser Meerjungfrau war ich ja auch etwas enttäuscht. Ja, wenigstens hat es einen Power Barrel gegeben, ey. Dieser ganze Epos da und diese Meerjungfrau, und dann bist du ja nicht da und dann gibt es eine Power Bäre. Ja, und danach sagt sie nichts mehr Neues. Deshalb da hätte ich mich ja gefreut, wenn es wirklich eine neue Person wäre, die man beschenkt hätte können und alles. Ja, ich hätte gerne mal so richtig Geschichten auch. Also bei Mineral Town ist es ja so, es gibt keine Geschichten, wenn man richtig oft mit denen redet, dass man zum Beispiel mitkriegt, dass irgendjemand, eine Mutter gestorben ist oder sowas. Oder dass die eine fasst es ja da und will unbedingt in die Stadt ziehen. Das tut sie auch, wenn du sie nicht heiratest. Dann sagt sie, ich möchte in die Großstadt. Oder Kais Geschichte oder sowas. Das war interessant, wenn man sich darauf eingestellt hat, aber auch nicht wirklich genug. Und bei Rune Factory 3 zum Beispiel ist es so wirklich so, da kriegt man es so richtig mit. Da sagen dann die Verwandten dann, sie hat Angst davor. Und dann kannst du da helfen, die Angst zu nehmen. Und dann bedankt sie sich und alles. Da gibt es wirklich Tiefe. Und hier ist es einfach nichts. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Zombie-Land oder so. Mhm. Selbst Zombies haben mehr. Die sagen wenigstens Brains und das war's. Ja, Hero, dann scheinbar fällt das Feuerwerk heute aus. Und dann... war's das eben mit dem Feuerwerk und wir gehen schön ins Bettchen und der Hurricane erwartet uns. Jo, dann sehen wir uns beim nächsten Part von Harvest Moon 3. Was für eine Enttäuschung. Dafür habe ich den ganzen Tag gewartet. Armer Jack, der hätte jetzt die ganze Zeit schlafen können. Der Mann muss ihm schlecht gehen, der schläft immer so lange. Ich weiß nicht, der geht um 9 Uhr früh gleich wieder ins Bett, der schläft fast 24 Stunden. Naja, Arbeit als Bauer ist halt nicht so, ne? Dann sag nochmal tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn der Hurricane auf uns wartet. Und bis dann.